Jetzt, Mensch, manchmal ist es echt nackt, bis ein Spiel losgeht. 5 Frames 0, 0, 0, 0. Oh, Technik. Ah, jetzt! Mensch, die Festplatte muss auch was anspringen, bevor es hier richtig losgehen kann. Also, sorry, dass ich gerade so ein bisschen rum. Also, ich habe gerade den Rechner aus dem Ruhezustand hochgefahren und habe direkt ein Spiel in einer ziemlich frühen Minute gesehen. Wo ist meine Maus? Ich habe ja gerade schon wieder vergessen. So, auf jeden Fall, Spielstart. Genau, Spielstart in der ersten Minute mal wieder Schwein gehabt im Launcher. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Wir haben es ja gerade im Loadscreen, vielleicht doch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie gesagt, der Rechner kam gerade aus dem Ruhezustand. Ja, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, wir haben... Was haben wir denn hier? Ist das ein Kale? Das ist eine Jungle? Nein, das ist eine Mid-Kale, ne? Wir haben hier den lustigen Kollegen, K6 heißt er, und Cinch Drift Fist Jungle, sieht man auch nicht alle Tage. Ey, voll schon mal ein interessantes Spiel. Also ich wähle die Spiele ja nicht aus, ob sie interessant im Launcher aussehen, sondern meistens daran, wann sie anfangen, einfach nur um das volle Spiel zu bieten, nicht erst in der 20. Minute einzusteigen, was irgendwie ein bisschen langweilig ist. Ich meine, so zum Zugucken aus dem Launcher ist es wahrscheinlich ziemlich spannend, dass wenn man das Spiel mittendrin nimmt, weil das ganze Anfangsgeplänke ist jetzt, wenn man nicht gerade explizit auf bestimmte Art und Weise achten will, nicht so unglaublich spannend. So, K6 fängt da an, Fizz fängt da an. Fizz wieder. Fizz nimmt aber ganz schön viel Schaden, muss ich sagen. Geht der zum Red? Macht man das jetzt fürs Zuffenwelt? Er braucht aber einen starken Pull, damit das gut funktioniert. Und ich denke mal, er hat um Smite das Pull angefragt und dann. Dann braucht das ganz schön Schaden. Also. Ja klar, kriegt der Smite das. So, K6, Worst Smite U, ja, ich bin hab Best Flashy U, habe ich quasi als meinen neuen Nickname eingeführt. So, kommen wir aber mal zu den AD-Carries. Wayne gegen MF. MF wird gewinnen. So, auf der Top-Lane haben wir Teemo. Teemo ist natürlich der Hard-Counter zu Cinch. Mir ist aufgefallen, dass ich Teemo nur spiele, wenn ich ein Cinch-Gegner-Team habe. Auf der Top-Lane. Ist aber ganz witzig so. So, dann haben wir hier als... Nidae ist dann wahrscheinlich mit, wa? Jo, ist auch so. Fiddle-Support ist für ihn richtig ekelhaft, aber ich mag den Skin hier. Surprise! Könnte natürlich auch Jack sein, der sowas sagt, aber das sagt in diesem Fall. Das müsste der Tyrius, Quatsch, nicht Jenner, sondern der andere hier von Kale halt. Den man letztes Jahr nicht kriegt, wenn man nur irgendwie mal einen Wank gespielt hat. Ich hab den auch. Es gab auch einen Jarvan-Skin, aber der war, glaube ich, gar nicht so leicht zu bekommen. Immer am Ende der Season versuchen ja alle Leute ganz schnell Gold-Rating zu kriegen und schaffen es dann nicht. Das kennen wir ganz witzig. Oh, ich muss niesen, das ist natürlich jetzt sehr schlecht. Boah! Mann, immer wenn ich aufnehmen will. Ich habe nämlich gerade zu mir entschieden, ich glaube, ich mache Carsten über Spieler selber zu spielen. Hab gerade gespielt und das fand ich schön. So, Wayne nimmt ganz schön Schaden von Dark Wayne. Was levelt man denn eigentlich so als Support-Teamo? 4, dachte ich. Mal gucken, was er ausmacht. Das würde mich sehr noch sehr interessieren. So, auf jeden Fall, Wayne mit dem zusätzlichen Textbeat von Noon, das ist natürlich durchaus eine Kombination, die man öfter. Quasi jeden Tag. Wayne ist da auf jeden Fall mächtiger im Hip-Hop schlucken, aber ich habe ja schon gesagt, dass Wayne gegen MF nicht so gut jongliert. Was ist denn hier los? Ah. Oh, da flasht. Versickst daher um. Wird jetzt aber. Oh Gott. Warum ist der Fizz jetzt nochmal in die Richtung gelaufen? Oh, das war jetzt unendlich dumm, dass sie den Fighter versucht haben. Ich meine, es hätten ja fast klar sein müssen, dass das Teemo mitzieht. Gerade so früh. Fürs First Blood würde ich auch flashen, auch aggressiv. Normalerweise ist ja mit Flashen immer so ein bisschen Vorsicht verbunden und vielleicht braucht man den mal zum Abhauen. Und der 4. Der macht übrigens keinen Schaden, deswegen kriegt man da auch keine Tower-Agro auf den Kopf. Ist dann nicht ganz lustig. Und der gut, die Magie durchdringen bringt jetzt von Dread. Bringt das natürlich nicht ganz so viel. Was heißt das nicht Furcht? Doch klar, ja, es heißt Furcht. Weil nämlich der im Warcraft 3, der komische Pseudo-Vampir-Dämon-Dingster, der hieß nämlich auch Dreadlord, glaube ich. Genauso beschrieben. Das war halt, wie ist denn der richtig? Schränkslord? Keine Ahnung. Aber was gab's denn da? Es gab den Undead Knight. Nee, den Undead Paladin. Was ist der denn? Oh, da macht Dark Ryan das, den Kill. Damit steht es dann 0-3. Ich denke mal, das wird wieder ein Schnellspiel, aber immerhin. So, gucken wir mal. Fürs Jungle halte ich ja persönlich nicht so unendlich viel von. Steht jetzt hier, kuschelt hier auch mit einem Ward. Darf jetzt auch die Lane halten. Ziemlich undankbare Aufgabe. Was ist denn das nicht für ein Skin? Egal. Ist das der Ohrfischer Fizz? Nee, ich glaube nicht, ne? Ach, ist ja eigentlich. Nee, Quatsch, der Offrider Fizz, der ist ja so gelb. Der hat ja so einen Regenmantel an. So ein klassischen. So, mal kurz gucken, was ist hier mit dem Gale los? Also, Moment, sehe ich hier gerade. Ich sehe hier irgendwie gerade. Hä, was war das? Das war da gerade auf den 4. War gerade auf den 4 Zeichen ein Partyhut drauf? Really? Oh Mann. Ja, auf jeden Fall total undankbare Aufgabe. Was ich gerade sagen wollte, ich sehe ja keine Lane, die hier irgendwie am Gewinnen ist, weil Nidae scheint jetzt gegen Kale auch nicht so super abzuschneiden, wenn ich jetzt mal so kurz kontempliere. Auch nicht so toll. Cinch wird sowieso von Teemo Fellows Madness ins Gesicht bekommen. Da muss ich Teemo gar keine Gedanken machen.
Also lustig als Teemo-Spieler ist nur, wenn man einen Cinch hat, der irgendwie der Meinung ist, man könnte vielleicht doch irgendwie gegen Teemo gewinnen und klickt zur Scheitern. Also das Ding ist, als Cinch kann man trotzdem noch halbwegs, also man wird nicht komplett aus dem Spiel rausgebombt, aber ich kann mir eigentlich keinen stärkeren Counter für Cinch ausdenken als Teemo, weil, also AD-Team vor allen Dingen, ist das ja nicht ein AP-Team. Na gut, AP-Team ist natürlich auch unfreundlich, aber nicht ganz so cool. So, jetzt geht erstmal die Dane in den Kragen, die hier abbrennen. Nee, das war die Kale Basic Attack, glaube ich, ne? Mit dem, was ist denn das? Righteous Fury, genau. Oh, was mit Fury wusste ich, aber das ist das rechtschaffender Zorn oder so heißt das wohl jetzt. Ich habe schon so lange, ich müsste eigentlich mal wieder die deutsche Version anmachen, einfach nur um die ganzen neuen Charaktere mal durchzutesten, wie sie von der Stimme anhören. Weil ich habe ja damals aufgehört, auf Deutsch zu spielen, als ich, wer war denn das? Genau, Wayne kam damals raus. Und Wayne sagt halt allen Ernstes, Blut mit Silber tränken. Und da, jetzt hier der Gang von Fist, der auch direkt erstmal einen Blinding Dart auf den Kopf kriegt, dessen jetzt nicht so viel Schaden macht. Mal sehen, ob sein Pilz hier noch zum Einsatz kommt, dass ich Knight kommt. Jetzt, die sterben hier beide, das sehe ich doch. Puff! Lol. Okay, ja, gut, er ist nicht gestorben. Aber fast. Das sind natürlich mal die besten Gangs, wenn der Jungler stoppt. Doch, guck mal. Surprise. Ach, schön. Also, auch wenn ich Fiddle 6 eigentlich überhaupt nicht leiden kann, jetzt hier der Vision Board, nur um sicher zu gehen. Vielleicht auch in Vorbereitung eines zukünftigen Lane-Gangs. Ist natürlich so ein Vision. Oh, angepinnt. Ist so ein Vision Board natürlich immer wieder eine Überlegung wert. Du hattest aber sowieso nicht das Potenzial hier über mich zu. Wow, was ist denn hier los? Mein Gott, ey, mal schläfst du bis 12 und dann sowas. Oh Gott, wer will denn hier. Wow. Oh, Caden kommt, ich werde gerade abgelenkt. Ich war gerade abgelenkt. Kale hat sich hier gerade durch den Ult gerettet, wollte ich sagen. So. Bin ich wieder anwesend. Ich gucke hier gerade auf meinen rechten Bildschirm, wo die Boxen ja ausgeschaltet sind. Also da, wo mein Laptop. Ich falsch im Ausland gab zwei Minuten. Und da sehe ich auf jeden Fall nur meinen anderen Leute-Client, dass ich mit drei Leuten drin. Das sind drei Leute, die ich angeschrieben habe, ich einen weit habe. Ach, schön. Da muss man ja kurz. Naja, war auf jeden Fall nicht so cool. So, Teemo hier oben baut hier eine sichere. Boah, 16 Cubes ist natürlich hart gegen 50, ne? Oh Gott, was ist denn da los? Nein! Oh, der zweite Kill dann doch mal fürs blaue Team. Nachdem sie ja oben schon mal Teemo abrunden können. Jetzt kommt hier Kale, die hat aber kein Ulti mehr. Könnte eventuell also sogar den Kampf. Nee, stimmt. Oh, könnte hier den Kampf an dieser Stelle verlieren? Oh, Fiddlesticks hier vielleicht ein bisschen sehr mutig. Da kommt jetzt noch der MF-Ult, der hier irgendwie, naja, Nidale hat mehr oder weniger gefinisht hat. Fiddle war, glaube ich, gerade ein bisschen sehr mutig. Oh, nice! Oh Gott, nee, nicht so nice. Oh, gut. Wenn er jetzt durch den Drachen stirbt, lache ich ja noch, aber nee, tut er nicht. Schade. Nun recht, nur Mana. Ja, Fuck! Ja, die Pilze werden hier immer mehr. Das ist natürlich richtig lästig, gerade beim AD. Was? 3 in die Rosa? Sicherlich ein geheimer Code. Ja, AP-Teemo ist natürlich sehr ärgerlich. Also, sobald er halt sein irgendwie hier Blinding Dart auf ein gewisses Level hat, macht er halt abartig viel Schaden. Es wird immer wieder darüber geredet, Teemo zu nerven, aber irgendwie ist der Liebling von einem der Entwickler genau wie Tryndamere. Und deswegen kommt halt nichts. Ich meine, Tryndamere ist auch so ein Champion, den man nicht auscountern kann. Also, ganz schlecht zumindest. Glaubt dich jetzt eigentlich. Aua! Also, das denkt sich Fist wahrscheinlich gerade. Nein, unterm Turm nicht. Halt, der ist aber mal angegriffen. Hätte er sich doch. Oder war das ein Fulor? Oh, jetzt, da kommt der Wayne-Ult, der kann an dieser Stelle, ja, er ist komplett alleine, kein Viertel, um zu retten. Da ist nichts mehr zu reißen. Da kann auch, selbst wenn, da, ne, Viertel kommt zu spät. So, an der Mitte ist, ne, in der Mitte war es gar nicht, sondern auf der Top-Lane hat, Nidale, was macht ihr denn da, ja, GG. Ja, 4-11 sieht auf jeden Fall nicht gut aus fürs blaue Team. Kale ist einer dieser Chars, die eigentlich, ich weiß nicht, ich sehe, immer wenn ich Kale-Spieler sehe, sind die extrem gut. Ich habe noch nie einen schlechten Kale-Spieler gespielt. Also ich traue mich selber ja auch nicht, Kale zu spielen, weil ich weiß, dass ich zu schlecht mit Kale bin. Aber immer wenn ich irgendwelche Leute sehe, die tatsächlich Kale spielen, die sind dann gut damit. Das ist echt ein Phänomen. Ich weiß nicht, wann die das üben, ob die das irgendwie heimlich machen. Also, das ist mir echt ein Rätsel. Ja, hier der Mittower wird aber fallen. Oh Gott, was ist das denn für Müdigkeit anfasst? Grausam, sag ich euch. Ich hoffe, ihr geht jetzt nicht mit, weil gehen ist ja anstecken. Kommt. Den Nasted hätte man noch nehmen können.
Boah, du bist gerade mal Level 5. Der kann nicht mal gescheit ganken. Das ist echt bitter. Man wird da bald Level 6. Also ich wollte gerade sagen, das Gehen kommt noch so aus Höhlen. Mit Zeiten ist zumindest, glaube ich, die anthropologische, hat der anthropologen Welt so entschieden. Also der Menschenforscher. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, was ein Anthropologe genannt hat. So, Wayne wirft hier einen Ult, der aber irgendwie nicht vor Kugeln schützt, so wie das aussieht. Ich denke mal, Q war schon benutzt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, aber... Ja, Tumble, wenn es halt nicht bereit ist, dann ist es halt nicht bereit. So. Ich frage mich, also an Zinsstelle würde ich jetzt übrigens roamen wie der Letzte. Weil hier auf der Lane farmen wird sowieso nichts. Weil er hat sich jetzt auch nach AD-Schuh gekauft. Das verstehe ich ja gar nicht, warum er das gemacht hat. Ich hätte da ja Mercurys geholt an seiner Stelle, aber naja. Wie dem auch sei. Also ich Zinsch gegen Teemo ist, glaube ich, recht schwer zu gewinnen. Also ich würde die übliche Top-Lane-Taktik machen und... Und irgendwo anders hinlaufen, aber nicht in meiner Top-Lane rumhängen. Thanks for flushing my Duo-Buff. Sehr freundlich. Ja, ne? Der Duo-Buff. Ich hatte schon mal, dass drei Leute im Buff hatten. Oh, jetzt warst du MF alleine Dragon mit Level 8? Das ist mutig, sag ich mal. Whee! Ja, also hier das Hinge, der kann eigentlich einpacken. Er hat jetzt 20 CS gegen, naja, fast 90 auf Teemo. Läuft auf jeden Fall hervor. Und vor allem ist das, glaube ich, ein Hybrid-Teemo, wenn ich das richtig sehe. Zumindest kauft er sich die Items. Ja, also ich denke mal, das Spiel ist jetzt nicht so übermäßig spannend. Ich muss dazu auch sagen, dass ich Fist Jungle nicht so überzeugend finde. Also der ist halt bis zu einem bestimmten Punkt, besonders jetzt gerade so, wie es gerade gelaufen ist, halt nicht so richtig geil. Ich meine, der kann halt so ein bisschen ranspringen, aber... Ja, ne? Oh, Wayne läuft ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also irgendwie, beziehungsweise MF macht eigentlich die große Fehler. Hey, warum kann man sie ja eigentlich so selten? Hä? Ach, Silverbolt. Würde ich nicht machen. Oh. Ah, Teemo stirbt immerhin noch. Naja, immerhin. Ach, im F hat er sicher noch. Also, ich finde, Wayne hat hier einen Fehler gemacht. Also, es mag zwar sein, dass man als Wayne auf Attack Speed geht, selbst wenn man Nunu hat, würde ich trotzdem Q leveln, weil man mit dem Q deutlich mehr Schaden macht. Gerade, also eigentlich immer. Das ist ja Bewegung und da ist ja alles drin. Also, den Q zu leveln. Es gibt keinen Grund, den Q nicht als erstes zu leveln. Wenn man einfach. Der hat auf Level 1 verdammt viel Q. Und ich kann ja mal kurz gucken, wie viel das sind. 6 Sekunden. 6 Sekunden, die man warten muss bis zum nächsten Tumble. Das sind ja, glaube ich, 2. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, jetzt ist hier die Top-Lane noch gefallen. Also generell alles nicht zu überzeugen hier. Okay, was braucht man sich denn als Kay von Welt? Stinger? Attack Speed und Cooldown Reduction. Naja gut, und haut den Geist, so wie es aussieht. Ja, also Kay ist ja einer der wenigen verbliebenen, komplett auf Hybrid spielbaren Chars. Zinsch no more armor, please. Ja, finde ich, würde ich von Zinsch auch sehr sinnvoll finden, wenn er jetzt auch lange mal aufhören würde, Armor zu stacken. Das sind hier oben durch den Passiv? Nö. Mana kriegt er aus dem. Puff! Oh, die Kayle macht. Naja, gut, das ist aber auch ein Schaden hier noch. Botlane ist los solo, ja, ja. Also läuft hier nicht gut, wenn man 20 kurz. Oh, bitte? Jetzt wird er aber hier ein bisschen übermütig. Rankflash und. Aber guck mal, lustige Ballons, immerhin. Ja, also das überzeugt mich jetzt nicht. Oh. Hä? Wo war der Klinzen? Hä? Achso, Red Buff. Anscheinend kann man Webbuff nicht cleansen. Wusstet ihr das schon? Ich wusste es nicht. Ja, scheinbar kann man Webbuff nicht cleansen. Nur gut. Obwohl. Ja, also Webbuff, der ist ja einfach nur ein Damage over Time. Also ein Dot. Ich habe mich früher mal Lagergang gezeigt, was zur Hölle ein Dot und was ein Hot ist. Also ein Heal over Time, ein Damage over Time. So, also die Kale. Ne, die Kale. Die Kale Unverwundbarkeit wurde irgendwann mal um eine Sekunde genervt. Wo kam denn hier nur her? Ja, gut. Ja, also das Spiel ist gelaufen. Hey, Fizz ist Level 6. Juhu. Und jetzt holt dein Escher. Also, Fizz als Nahkämpfer ist natürlich jetzt ein bisschen doof hinterherlaufen. Übrigens, ich finde den Namen von diesem Fiddlestick so super. Ushiakayazakeborg. Was ist die? Ushiakayazakeborg. Wie ist das, Golak? Ich denke mal, das sind polnische Namen. Behaupte ich jetzt einfach mal so, ich habe keine Ahnung. Dieser verdammte Stopf ist ein Elend, sage ich euch. Also dieser Teemo hier, der ist jetzt, der fühlt sich ja so, oh, der ist fast 40 Creeps. Ich muss dazu sagen, Cinch ist nicht so oft gestorben, weil er halt mal nach Hause gelaufen ist, aber trotzdem, naja, mit Cinch ist halt nicht viel zu reißen. 5 Minuten ist das Spiel vorbei. Ach, oh Gott, ich schaffe das ein. Ach, konzentrieren wir uns hier mal ein bisschen aufs Spiel noch. Ich wollte eigentlich mal gucken, was man so als Viertel-Support ultet. Ich würde ja sagen, 4, ja, macht man auch, so wie es aussieht. Und danach Dark Wind. Okay, gut, dann hätte der Silence Tank. Ich meine, Drain ist Quatsch, wenn man sowieso keine AP stackt, was ich am Anfang. Die kann man sich das auch sparen. So, hier die Kale. Mit der Unverwundbarkeit kann natürlich einiges reißen. Da hilft auch der Poison Trading.
Ja, also das ist... Also man merkt, guck mal, die liegen 12.000 Gold hin. Oh, ich höre einen Rain-Ult, aber da! Da hat er... Gut, ich war gerade gefiert, aber... 500 Gold, yay, das ist das Comeback, Nord. Da fehlen halt einfach mal... Also ich würde wirklich Tumble vor Silver Bulls leveln, weil... Die hat meistens 5 Sekunden. Es ist echt zu lange im Teamfight. Also der typische Wayne-Teamfight sieht ja so aus, dass Wayne die Hälfte der Zeit sowieso unsichtbar ist und die andere Hälfte der Zeit irgendwie Leute an Wände pinnt, sich durch die Gegend tumbelt und Damage verteilt aufgrund ihres ihrer 3 Stacks da. Und damit halt hinterher tummeln und Schaden machen. Und das funktioniert auch nur deswegen so gut, weil Wayne halt nicht zu sehen ist, wenn sie tummelt in dem Moment. Oh, jetzt hier der Ult, aber... Was, Wayne rennt nochmal rein? Na gut, die sind ja irgendwie reingerannt. Das konnte gut werden. Aber trotzdem... Es fehlt einfach der häufige. Headwing. Wie jetzt? Soll das jetzt nur alleine machen? Er es hätte K6 beinahe noch geschafft, ne? Ich meine, von Nuno wegzurennen ist ja sowieso ein Elend, was nicht gelingen kann, aber. Ach, die Pilze. Schön. Na, hier ist ein Ward, kein Pilz. Vielleicht ist es auch ein als Ward getarnter Pilz. Oder eigentlich sind die Pilze, die Timo ja pflanzt, sind ja vollkommen essbar. Das sind ja eigentlich. Ist ja drunter ja die Falle. Weil Timo sammelt ja alle paar Sekunden einen Pilz und dann. Ich finde am besten immer noch die Beschreibung, wo das ist, Timo forgets, was? Forgets for a mushroom, blablabla. Und das Beste ist der Nachsatz, der dann kommt. But he is only big enough to carry 3 at once. Er kann nur 3 Stück tragen, weil er so klein ist. Timo, aua. Also Timo ist ja an sich böse, er ist ja das Böse selbst, aber, Leute, die ihn noch nicht so genau kennen, halten ihn für süß. Jetzt kommt hier der Fiddle to the Rescue. Dir das mit seinen 3 Sekunden 4 auch 1A gelingt. Waren wirklich 3 Sekunden? Ja, es sind 3 Sekunden. Jetzt kommt hier der Wayne-Ult, wo aber einfach das gewisse Drehen... Aber die jagen alle in Gale daher. Also insofern kann Wayne an dieser Stelle noch... Vielleicht dahinter auch nicht. Entkommen. Das Problem nämlich am Benutzen des Tumbles, als es... Hier. Oh, wie es nicht reicht! Nein! Das ist ein Elend. das Problem... Wenn man als Wayne Tumble als Escape benutzt, ist, dass es nur einmal geht. Weil normalerweise hat man das ja alle 2 Sekunden. Aber es hält halt, glaube ich, 9 Uhr. Nee, 9 stimmt gar nicht. Ich glaube, es sind 6 Sekunden, die man Zeit hat, damit rumzuballern. Ja, 6 Sekunden. Naja, das ist halt irgendwie ein Problem, weil. Das sind halt. Oh Gott. Ja, die sind einfach zu far ahead. Also, es wird hier garantiert in 2 Minuten surrendert. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Und ja, man muss dann halt diese 6 Sekunden abwarten, bis man wieder tummeln kann. Und dann, danach beginnt erst der Cooldown, ne? Das heißt also, in diesem Fall, Wayne kann nur alle 10 Sekunden tummeln und das ist zur Flucht nicht so leicht. Vor allem gegen AP-Timo, da kann man sich ja nicht mal wagen, einmal gegen zu schießen, weil wenn der an Angriffsreich wird, ist, dann haut er seinen dummen Blinding da draus. Oh mein Gott, das ist ja ein Ne, ist doch kein Hybrid, der geht doch ganz schön auf AP. Er hat halt einfach nur damit da sein Toxic Shot hier öfter nutzen kann. Ja, jetzt hier noch quasi ein Foodwagon, aber das Spiel hier ist, naja. Very over? Ja, gut, auf der Toplane war nichts zu erwarten. Auf der Botlane war auch ein Counter gewählt. Jetzt weiß ich nicht, wie sich Kayle zu Nidale verhält. Ich meine, das lief da. Also, Kayle Nidale, das war die Lane, die eigentlich noch halbwegs stabil lief. Aber was auch gefehlt hat, war ein starker Jungler, der das Spiel hier retten kann. Also, irgendjemand, der halt aus dem Jungle her das Spiel kontrollieren kann. Beispiele wären da an dieser Stelle vielleicht, naja, Shaco. Dann mit Shaco. Ja gut, der Fiddle-Ult ist natürlich nicht so geil, weil er macht keinen Schaden, gesehen. Allerdings, ich überlege gerade, welchen Jungler man einsetzen hätte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welchen Jungler man hätte einsetzen müssen, um das hier zu retten. Ich meine, auf der Top-Lane hätte man irgendwas gebraucht, um Timo tot zu kriegen. Auf der Bot-Lane hätte wahrscheinlich, hätte auch ein mittelguter Jungler gereicht, der halt einfach nur tut ihr ran. Das Schöne ist ja, sagen wir mal, wir hätten jetzt den Chaco-Jungle gehabt. Selbst wenn hier ein Ward gewesen wäre, hätte man immer noch entweder von hinten per Unsichtbarkeit Stück für Stück ranspringen können, oder halt direkt mit einem Lane-Gang es versuchen können. So, mal weiter überlegen. Jarvan ist ja auch ein recht häufiger Jungle. Ich weiß nicht, was ist das? Was eventuell auch den Leuten zusammenliegen könnte, mit denen ich zusammen spiele. Na? Ja, da kann ja auch der Eisball. Also, bis in die Dave's. Bis in die Base zu diven, ist natürlich jetzt auch nicht so unglaublich. Übrigens, Kayle ist damit direkt hin. Ich meine, sie hat zwar dieses Landverse Torment, aber. Timo? Puff. Ich stirb da dran noch, oder? Nee. Aber der nächste Pilz wäre gerne die letzte. Ah, kommt dann Wayne hier auf einmal her. Mensch. Oh, kann Wayne das für sich entscheiden? Ich würde jetzt lachen, wenn Wayne jetzt einen Meter nach rechts geht. Nee, doch nicht. Ja,
Ja, aber es bringt, wenn ihr es hier ganz Spiel garantiert nicht. Also es ist 20 Minuten. Oh, Spiel geht noch. Sie haben noch nicht. Sie haben ein bisschen. Oh, jetzt hat Timo auch Lindus. Ich finde dieses, das Lindios Torment, das sollte man sich nicht zu früh kaufen. Weil ich finde gerade am Anfang bringt diese prozentuale Runterbrenn-Dings da, bringt nicht so viel wie im Late. Einfach die Leute mit dem Punkt haben. Und dessen bin ich der Meinung, man sollte vielleicht. Den Haunting-Geist kann man sich ja schon relativ gut kaufen. Aber danach sollte man vielleicht doch irgendwie noch was anderes zwischendurch bauen, bevor man hier zum Lindios Torment. Übrigens, jetzt haben zwei Leute das. Drei Leute das Ding! Oh Mann ey. Ich muss schon wieder Nase stauen. Das ist echt lästig, muss ich sagen. Ey. Ich kann hier gerade nicht richtig rausfahren. Über die das rumgeschniefer. Mann, 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 Mann. So, lassen wir doch mal weiter überlegen, welcher Jungler hier noch gut. Fiddlesticks wäre zum Beispiel auch als Jungler möglich, aber der kann so, sowas nicht umkennen. Vor allen Dingen die Timo Cinch Lane, die kannst du nicht von Cinch gewinnen. Auch nicht damit. Ja, also. Shaco ist halt so einer, der hat wirklich ziemlich gut die Lane umdrehen kann, wenn er denn gelassen wird. Da kann man natürlich auch was gegen machen. Der Shaco muss natürlich gut gespielt werden. Der alte Trickster, wer könnte denn hier noch mal? Ja, Uwe ist ja leider nicht mehr so stark im Jungle wie früher. Warwick wurde ja auch bis zum Boden eingenervt. Jedenfalls ziemlich. Ich habe noch ein paar Warwick-Spieler, aber das finde ich nicht so überzeugend. Ich glaube, im Warwick sieht man im Grunde nicht so gut. Rengar ist eigentlich immer noch recht stark. Ja, ein K6, den jetzt nur mal das Gegnerteam hat. Nee, der kannst du auch nicht unbedingt reißen. Ach, mit einer Shyvana ist recht nix. Zu Riven im Jungle macht, glaube ich, nur ich. Jason würde auch nur ich spielen. Einfach, weil ich gerne Jace spiele. Timo holt sich gerade einen Blue auf den Gegnerischen. Und. Mann, der ist ungestimmt. Das tut mir jetzt schon leid. Da kann ich jetzt nicht ändern. Ja. Nicht so überraschend. Also, ich warte hier eigentlich nur bis zum Ende. Wir sind übrigens live, das heißt, das Spiel ist. Ach, das Spiel ist in einer Minute vorbei. Ja, ich denke mal, kommt vielleicht das Surrender. Die werden ja wohl nicht die Base noch durchdrücken, aber. Also, Fizz auf jeden Fall als Jungler. Ja, da kommt das Surrender. Also, yes, wir kriegen ein bisschen AP-Jungler. Why not? Ja, naja. Wie gesagt, ich finde Fizz jetzt als Jungler nicht so unglaublich umwerfend. Ne, da fällt gerade spontan nichts ein, womit man das reißen könnte. Auf jeden Fall nicht mit Fizz. Fizz hat einfach bis Level 6 gar keine vernünftigen Ganks und, naja, selbstständig. Nun gut, es tut mir ein bisschen leid, das Spiel, aber egal, ich bring's trotzdem, weil hier, so bin ich halt. Ich mache jedes Spiel, wenn ich das schon anfange, wenn es nicht total schlecht ist. Das eine, was ich mal hatte, das habe ich wirklich abbrechen müssen. Aber das nehmen wir einfach mal. Also Leute, macht es gut, bis zum nächsten Cast. Die könnt mir immer noch Hüblers schicken, aber ja, bitte nicht so schlechte. Und das habe ich alles schon letzte Folge gesagt, ich sag's mal wieder. Also ich freue mich natürlich über das Hüblers. Ich würde mich dann sogar für Verbesserungsvorschläge hingeben, aber das klappt meistens nicht so gut bei mir. Weil ich manche Champs einfach nicht spiele und deswegen bei denen ich besonders viel zu sagen habe, außer vielleicht so eine allgemeine Note. Macht es gut.